Weltmeister Walter Röhrl mit Christian Geisdörfer auf dem Rallye Neuling Audi Quattro Turbo 200. Und der Rallye-Weltmeister 86 der bisherigen Gruppe A, Co-Pilot Peter Diekmann, der zusammen mit Kenneth Eriksson einen 16-Ventiler Golf mit Frontantrieb fährt. Dann Walter Röhrl. Er hat mit dem rund 200 Kilo schwereren Audi schon runde 5 Minuten auf den Spitzenreiter verloren. Nur mit größter Anstrengung kann Röhrl verhindern, dass der Abstand zwischen den Lancias noch größer wird. Beide auf Lancia. Dann Röhrl Geisdörfer, 4 Minuten und 10 Sekunden zurück. Sie nehmen ihre... Later, General. Lose them. I'll pick you up at the border. 2300 hours. Be there. Where are you taking him? How will you get him out? Sorry, old man. Section 26, paragraph 5. Need to know. Sure you understand. This sniper was a woman. I noticed. Some of the best KGB shots are women. Wenig später läuft auf der süditalienischen Strecke von Nardo ein Testprogramm mit Weltrekordversuchen, um das Audi-Team mit dem Typ 200 Quattro auf die Rundrennstrecke vorzubereiten. In seiner Weltrekordversion in Nardo erreicht der über 600 PS starke Quattro eine Spitze von über 400 Stundenkilometern und einen Schnitt von 332 Kilometern in der Stunde. Man war bereit für eine Rennserie. Talking about.
Piraten drin, in der Fahrtstein einigermaßen stimmt. These Audis are bad. He's having a blast. He is so bad. Yeah, it's meltdown time. I'm gonna give this electrical gear off my phone.
was ready to make an attempt at setting a series of new international speed records. But the engineers at Audi have taken a different approach in their quest for speed. Instead of designing a special race car, they are making their run with a production-based turbocharged all-wheel drive Audi 5000 CS Quattro. The goal? Not one overall record, but a series of international speed records attainable through the traction of all-wheel drive. Tire engineers check the track temperature, while the crew meticulously sweeps the race course checking for potentially dangerous debris. The driver? Three-time Indianapolis 500 champion Bobby Unser. The challenge, from a standing start, travel 10 miles absolutely flat out. International Motorsport Association timers clock each interval throughout and certify any new records set. Pursue record speeds is because I've been doing it all my life. I like to go someplace where other people haven't been. The first lap from a standing start, nearly 190 miles per hour. Normally speaking, if you get a car handling really good around here, you can go around here wide open. And what happens is, like on a track like here in Talladega, when you're going very fast around the corner, you have all four wheels that are gripping under the pavement, helping you go around the corner. The next lap, over 200 miles per hour. 200 miles an hour in a stock-type sedan is just quite an achievement, and it's very hard to do and makes it a very good challenge. But that isn't nearly as important as just the safety of having the grip on all four wheels going around any corner. It just is a lot safer, goes a lot faster. It certainly makes it a lot nicer to drive. The speed builds. The next lap, over 200.869 miles per hour. It's all over in just 3 minutes. 10 new world speed records, including IMSA GTO, IMSA turbocharged sedan, and IMSA all-wheel drive. 200.869 miles per hour. Plus three new international 10-mile and three international 10-kilometer records. Eventually reaching a one-lap top speed of over 206 miles per hour. Fast enough to qualify for the Indianapolis 500. All with a production-based turbocharged all-wheel drive Audi 5000 CS Quattro. But to the engineers at Audi, this is just a beginning, a measurement of progress, a great performance, but only a small step compared to what can be achieved in their quest to create an automobile capable of doing things never thought possible with a conventional vehicle. Nach zwei Rallye-Weltmeistertiteln sucht Audi auf der Rundstrecke neue Herausforderungen. Im Zeithaus der Autostadt in Wolfsburg treffen wir die Rennlegenden Hans-Joachim Stuck und Walter Röhr. Mit ihnen beginnt für Audi 1988 eine neue Motorsport-Ära. Dann gab es eine Anfrage von Dr. Pech, der damals bei Audi war, dass jetzt Audi von der Rallye weggeht in den Rundstreckensport nach USA und man bräuchte einen Fahrer dafür. Da haben wir gedacht, Audi, Rundstreckensport, was wird denn das wohl sein? Ich habe immer gesagt, mit 40 will ich aufhören. Haben die alle gesagt, aber ich spinne, viel zu früh. Und ich habe gesagt, nein, das ist so mit 40, so ist dann sterben die Engel, die dann das Rallye fahren, also das ist die alten Deppen da und so. Und dann hat sich aber das ergeben,
bei den Audi-Leuten, dass die auf die Rundstrecke gewechselt haben, was ich nicht machen wollte. Aber sie haben mich gebeten, die Entwicklung der Autos zu machen. Ich habe dann 1988 dieses Trendsem-Auto entwickelt und dann kam Stuck dazu, hat das Auto gefahren und war begeistert, wie das Auto fährt. Hat dann auch die ersten Rennen gewonnen und da habe ich das gleiche Gefühl gehabt, wie wenn ich früher Rallyes gewonnen habe. Der mit Röhrls Hilfe entwickelte Audi 200 Quattro Trans Am soll den revolutionären Allradantrieb auf der Rundstrecke etablieren. Und tatsächlich wirkt die amerikanische V8-Konkurrenz gegen die Hightech-Maschinen ziemlich altbacken. Da muss ich eines sagen, das war für mich eine ganz tolle Zeit. Einmal technisch gesehen, mit dem Allradantrieb zu arbeiten, mit dem Turbomotor, wo ich sehr viel Erfahrung mit Porsche hatte. Und das zusammen mit einer wirklich perfekten Mannschaft, also mit Herbert Greiner, mit Dieter Basche als Konstrukteur, mit Walter Röhrl unter anderem als Teamkollegen, was wir da in den USA aufgeführt haben mit diesem Auto und diesen Corvetten und Mustangs da drüben das Fürchten gelehrt haben, das war einfach nur der Hammer. Die Konkurrenz aus Bayern holt schon im zweiten Rennen der Trans Am Serie den ersten Sieg. Mit 510 PS hat Audis 5-Zylinder-Turbomotor zwar weniger Leistung als die amerikanischen V8-Triebwerke, doch auf kurvenreichen Strecken bringt der Allradantrieb enorme Traktionsvorteile. Das Medienecho ist gewaltig. Das Image einfach wieder von Audi aufpolieren, das war der Hauptgrund. Man wollte eben auf dem amerikanischen Markt Fuß fassen und auch beweisen, dass Allrad nicht nur etwas ist, um auf Schnee oder auf losen Schotter durch die Gegend zu fahren, sondern dass es ein Fortschritt ist generell, dass das Auto sicherer macht, dass es souveräner macht. Zahlreiche Siege unterstreichen diese Message. Und auch für die Rennfahrerkollegen hat Rallye-Ass Röhrl eine Nachricht. Ich sehe mich hier ein bisschen als Botschafter des Rallye-Sports. Ich muss also die Rallye-Fahrer hier vertreten, damit die Rennfahrer endlich wissen, dass wir Rallye-Fahrer auf der Rundstrecke genauso gut sind wie sie. Überlegen gewinnt Audi die Meisterschaft. Nach Protesten der einheimischen Konkurrenz wird daraufhin das Reglement geändert. Audi kann nicht mehr starten. Zur folgenden Saison konstruieren die Ingenieure deshalb ein noch leistungsstärkeres Fahrzeug für die sogenannte IMSA GTO-Serie. Als Basisauto sind wir dann auf dem Audi 90 umgestiegen, der ein bisschen kleiner war, der dann nochmal 100 PS mehr hatte, 735 PS. Und das war auch wieder so ein Stadium, ich erinnere mich, da konntest du so von engen Kurven raus, hast vier so schwarze Striche gezogen, so viel Leistung hast du gehabt. Gell. Das war schon ein tolles Jahr auch. Seine enorme Kraft schöpft der 5-Zylinder-Turbomotor aus nur 2,2 Liter Hubraum. Strezelstock ist die Rakete auf den Leib geschneidert. Er holt einen Sieg nach dem anderen und genießt abseits der Rennstrecke den American Way of Life. Wer Amerika kennt, der muss es eigentlich lieben. Die Amis sind unkompliziert, man hat dort tolle Rennstrecken, es gibt eine tolle Fangemeinschaft und ich möchte die Zeit in Amerika auf keinen Fall missen. Der knorrige Regensburger Röhrl hat da seine eigene Meinung. Nein, ich bin nicht gern dort gewesen. Also das war einfach eine Pflichterfüllung, aber mehr war es nicht. Leidenschaft, nach Amerika zu fahren, habe ich nie gespürt. Im Wettkampf ist von Mangel an Leidenschaft allerdings nichts zu merken. Ganz im Gegenteil, Walter Röhrl bestätigt seinen Ruf als detailversessener Arbeiter. Wie ich da mit Walter extrem eng zusammengearbeitet habe, auch seine Akribie kennengelernt habe, mit der er Dinge angeht, nicht nur hinterm Lenker, sondern auch was Technik angeht, war ich total begeistert. Und eines muss ich Ihnen sagen, der Walter, der war nicht nur gut, der war auch noch sauschnell. Das war der Hammer. Und ich bin heute der festen Überzeugung, wenn ein Walter Röhrl es gewagt hätte, auf das Abenteuer Formel 1 sich einzulassen, wäre er auch Formel 1 Weltmeister geworden. Keine Frage. Eine absolute fahrerische Ausnahmepersönlichkeit. Muss ich eine Geschichte erzählen dazu. Wir sind dann, glaube ich, 91 oder 92 am Nürburgring gefahren. Und da kam dann nachts der Nebel. Und bevor das Rennen abgebrochen worden ist, hat der Walter, der am Steuer saß, uns allen Mitfahrern im Nebel am Nürburgring eine Minute aufgebombt. Können Sie sich das vorstellen? Eine Minute. Und uns war allen unerklärlich, wie er das macht. Habe ihn gefragt, sagt er, ja, was war Hans, ich kenne die Strecken, ich weiß, da ist links eine weiße Linie, der fahre ich entlang. Und da hat er uns sage und schreibe eine Minute aufgebombt. Das zeigt, zu was er Walter Röhrl fähig war.
Mit zwei Meisterschaften im Gepäck kehrt das Team um Stuck und Röhrl 1990 nach Deutschland zurück. Mit dem Audi V8 soll Hans-Joachim Stuck hier deutscher Tourenwagenmeister werden. Natürlich wieder mit Allradantrieb und Rückendeckung durch Walter Röhrl. Habe ich gesagt, okay, Hans, beim ersten Mal möchte ich schon gern sagen, wer der Chef ist. Ich mache alles für dich, aber erst möchte ich sagen, wo der Hammer hängt. Dann sagt er, das kannst du gleich vergessen, dass bei der DTM einer da vorne in Lanz wegfährt. Das gibt's nicht. Hätte er natürlich nicht sagen sollen, gell, das war klar. Bin dann so weit vorausgekommen, dass ich nicht am Fernsehen gekommen bin. Ne? Bin immer irgendwo anders gewesen und hinten haben die BMW und der Stucki gekämpft. Und dann die von der Box haben mir geschrien, Mensch, du weißt doch, der Hans muss gewinnen. Und dann habe ich gesagt, wie der Hans gewinnt, bestimme ich. Bin bis zur letzten Runde gefahren, was das Team gehalten hat und bin von der Tutzenteichkurve im ersten Gang Schritttempo hochgefahren, habe gewartet, bis der Hans gekommen ist und habe eine halbe Länge von mir gewinnen lassen. Sag ich, jetzt Hans, fahre ich das ganze Jahr hinter dir nach. Ich wollte nur zeigen, wie das richtig geht. Nun wird auch das deutsche Publikum Zeuge der überlegenen Allradtechnik. BMW, Mercedes-Benz und Opel haben gegenüber den vierradgetriebenen Achtzylinder-Boliden aus Ingolstadt keine Chance. Stuck setzt die Siegesserie der Audi Motorsportabteilung fort. Natürlich erneut mit freundlicher Unterstützung seines Teamkollegen Walter Röhrl. Der Walter ist total fair, der hätte nie einen aufgehalten oder gebremst. Der war einfach zum Teil hinter mir im zweiten Auto und wusste, der Stucki ist vor mir, da kommt jetzt keiner vor. Nur das hat einfach ganz fantastisch funktioniert. Und für einen Fahrer, der auf einen Titel angesetzt ist, ist es eine tolle Beruhigung zu wissen, dass man einen Walter Röhrl hinter sich hat, der einem hilft. Der zweifache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl gilt als einer der besten Rennfahrer der Welt. Die hochgezüchteten, sogenannten Gruppe-B-Monster hat er stets im Griff. Und wer bis zu 600 PS starke Rallye-Autos zentimetergenau durch Staub und Schnee driften kann, für den sind Rennen auf Asphalt keine große Herausforderung. Wir sind auf einer permanenten Rennstrecke, wo viel Platz war. Das hat mir nie Spaß gemacht. Ich finde das langweilig. Es sind 12 Kurven. Und wenn es nicht passt, dann fahre ich 2 Meter neben der Straße, fahre ich halt wieder auf die Straße zurück. Das war ich nicht gewöhnt vom Rallyefahren. Das Rallyefahren ist etwas 10 cm neben der Strecke und du bist vielleicht tot. Nach dem Ausstieg von Audi aus der DTM nehmen die Ingolstädter mit dem Audi 80 Competition erst 1996 wieder an Tourenwagenmeisterschaften teil. Walter Röhrl hat sich zu diesem Zeitpunkt aus triftigem Grund bereits vom aktiven Rennsport zurückgezogen. Ich habe ja einen Lebensvertrag bei Audi gehabt. Es war ja bestimmt, dass ich bis zum Lebensende bei Audi bleibe. Und als dann 1991 praktisch entschieden wurde, dass man nicht mehr mit einem Achtzylinder fährt, sondern mit einem Audi